Wir haben ja gestern über das Thema Kurzwaffe gesprochen und vor uns steht der Kurzwaffenexperte Christian Bender, der gestern hier auf dem Karl-Walter-Stand schon den ein oder anderen interessierten Gast unterrichtet hat. Aber heute in diesem Video geht es nochmal um ein ganz anderes Thema, denn Christian hat mir gestern drei Geschichten erzählt zum Thema, warum sollte ich mich eigentlich mit der Kurzwaffe beim Fangschuss beschäftigen. Christian, leg mal los. Genau. Die Kurzwaffe ist eines der Werkzeuge, die wir Jäger nun mal für unsere jagdliche Arbeit zur Verfügung haben. Wir haben die Langwaffe, wir haben die Kurzwaffe und wir haben dann unser Messer. So. Die Kurzwaffe ist primär für uns ein Mittel für den Fangschuss. So, das heißt, wenn wir ein Tier erlösen müssen, wie kann das passieren? Und da habe ich wirklich die Geschichte meines ersten Rehbocks für euch mitgebracht. Und zwar mein erster Rehbock, den habe ich schlecht erwischt. Das war jetzt vor 27 Jahren. Und das war für mich letztendlich kein schönes Erlebnis und es hätte deutlich schlimmer ausgehen können, wenn ich nicht damals schon meine Kurzwaffe dabei gehabt hätte. Folgende Geschichte, ich habe einen Rehbock beschossen, er ging auch nieder in dem Rübenfeld. Ich habe dann nach einer gefühlten Zigarettenlänge, bin ich dann an das Stück herangetreten von hinten und dann hat er da sein Haupt gehoben und mir wirklich nochmal tief in die Augen geschaut. So, ich war nur noch ein oder vielleicht zwei Meter von diesem Stück entfernt. Welche Möglichkeiten hatte ich jetzt? Ich wusste, ich muss das Tier so schnell wie möglich erlösen. Das gehört ja nun mal dazu. Meine Büchse damals, das war eine 300 Winchester Magnum Repetierbüchse, auch mit der Mündungsbremse drauf. Es gab auch noch keine Schalldämpfer damals. Wenn ich diese jetzt eingesetzt hätte, dann ich hätte mindestens ein Knalltrauma davon getragen. Ich hätte aber auch vielleicht mich selber gefährdet durch Splitter, also die Sekundärgefährdung. Ne? Hätte ich jetzt keine Kurzwaffe gehabt, hätte ich das Messer nehmen müssen. So, und das habe ich auch nicht gelernt damals, wie das funktioniert. Ich bin mir sicher, das wäre eine sehr unangenehme Angelegenheit gewesen für alle Beteiligten. Ganz speziell aber für das Tier. Und vielleicht würde ich heute nicht mehr jagen, wenn ich das damals mit dem Messer hätte machen müssen. Und glücklicherweise führe ich seit Tag 1 meine Kurzwaffe und habe mich auch darin ausbilden lassen. So war ich auch damals schon in der Lage, den Bock halt wirklich mit zwei schnellen Schüssen auf Träger und Haupt zu erlösen. Danach habe ich erstmal meine Emotionen freien Lauf gelassen, weil es war mein erster Bock und es war trotzdem kein schönes Erlebnis. Es hätte aber deutlich schlimmer sein können oder ausgehen können, wenn ich meine Kurzwaffe nicht dabei gehabt hätte. Davon bin ich überzeugt. Die andere Geschichte, über die wir gesprochen hatten, das war, ich war in Norddeutschland mit meinem Cousin jagen, habe ihn begleitet und er hat seine Waffe leer geschossen. Er hat mehrere Stücke erlegt bei einem Morgenansitz. Und dann rief er mich auf einmal an und sagte, Christian, komm mal kurz vorbei, du musst einen Fangschuss antragen. Das war, ich glaube, das war das einzige Mal, wo ich meine Kurzwaffe nicht dabei hatte. Und dann lag dort ein Dammschaufler im sehr dichten Bestand an einem Erdwall. Und der lebte noch. Der hat sein Haupt auch noch sehr lebhaft bewegt. So, ich hatte damals nur ein Messer und auch eine Repetierbüchse in einem sehr großen Kaliber dabei, auch mit einer Mündungsbremse drauf. So, ich musste also mit der Repetierbüchse diesen Fangschuss abgeben, aus sehr naher Distanz. Ich habe ein Knalltrauma davon getragen, ich habe mehrere Tage ein Pfeifen in den Ohren gehabt, Gott sei Dank keine bleibenden Schäden. Aber mit dem Messer hätte ich dort auch nicht rangehen können. Vielleicht hätte ich es irgendwie geschafft, diesen Dammschaufler zu kontrollieren. Aber es wäre für das Tier auch der ultimative Stress gewesen. Hätte ich meine Kurzwaffe wie sonst auch mal dabei gehabt, dann wäre die Angelegenheit viel schneller und auch stressfreier erledigt gewesen. Ja, Christian, eine Zwischenfrage. Die meisten Jäger fremdeln ja so ein bisschen beim Thema Fangschuss und Kurzwaffe. Aber beschreib doch mal die Situation, wenn ich jetzt zum Beispiel zu einem Wildunfall abends spät in der Nacht gerufen werde und ich muss dann sozusagen Fangschuss antragen und ich habe die Möglichkeit Messer, Langwaffe und Kurzwaffe. Was sind die Vor- und Nachteile des jeweiligen Gerätes? Die Betrachtung ist natürlich die gleiche, wie ich sie bei meinem Bock oder bei dem Dammschaufler hatte. Wenn ich das typische Stück Fallwild, das Stück Rehwild, was im Straßengraben liegt und wo ich auch sehr nahe Distanz drauf schießen muss, da ist das gleiche wie der Dammschaufler oder halt eben auch der Bock. Wenn ich da nur die Langwaffe habe, dann kann das für mich oder auch für das gesamte Umfeld durchaus zu einer erhöhten Gefährdung führen. Aber muss ich dann direkt das Messer nehmen und auch dem Stück sehr viel mehr Stress zumuten? Mal abgesehen davon, wie das vielleicht für andere Unfallbeteiligte aussieht und es sich auch anhört. Denn der Einsatz des Messers ist selten lautlos. Wenn ich dann eben halt professionell und sicher handeln kann, diese Distanz zwischen Langwaffe und Messer mit der Kurzwaffe professionell überbrücke, dann ist das A für das Stück Wild wirklich das beste Ende.
Und es ist vielleicht auch für Menschen, die von außen drauf gucken, eine professionelle und sichere Art, so eine schlimme Situation, so schlimm sie ja nun mal auch ist, wirklich halt einfach zu Ende zu bringen. Ja, wir sind da hier auf dem Stand von Software Welt beim Biertaster Festival 2023 und du hast jetzt mal eine Kurzwaffe in der Hand. Ja. Beschreib doch mal kurz die Situation für die Zuschauer, wenn du jetzt abends bei einem Wildunfall zum Einsatz gerufen wirst und du würdest sozusagen mit der Kurzwaffe das Stück erlösen. Wie würdest du rangehen? Gut, als Jagdausübungsberechtigte dürfen wir unsere Waffe von unserem Wohnsitz zum jagdlichen Einsatzort führen, solange sie nicht geladen ist. So steht es eben halt im Waffengesetz, nicht wahr? Jetzt habe ich hier mein Stück Rehwild, was dort im Straßengraben liegt. Ich habe meine Munition übrigens immer in einer entsprechenden, das ist ja Software, ne? Deswegen kommt da Gas raus, ja. Meine Munition in einem entsprechenden Magazinholzer, wo ich das Magazin drin habe. Ich würde jetzt halt die Waffe nehmen, ich würde die Waffe fertig machen, ja? Und dann würde ich halt meine Fangschüsse abgeben. Es sind mit der Kurzwaffe meistens mehrere, weil die Kurzwaffe schlicht einfach nicht so viel Energie hat wie eine Langwaffe. Das darf man nicht vergessen. Danach nehme ich natürlich die Munition wieder raus. Hier ist jetzt noch eine im Patronenlager theoretisch. Dann würde ich die Waffe wieder holstern und dann hätte ich die Situation sicher und schnell auch für das Stück Wild gelöst. Ja, kannst du nochmal auf das Thema Hintergrundgefährdung gerade bei so einem Verkehrsunfall eingehen? Natürlich. Die Mündungsenergie, die so ein Geschoss aus einer Kurzwaffe hat, das sprechen wir bei einer 9mm Para, was so das gängigste Pistolenkaliber ist, sprechen wir so von 450 bis 500 Joule. Das ist ein Bruchteil von dem, was bei einer Büchse vorne aus der Mündung kommt. Da sind wir 3.500 Joule bei einer 308 aufwärts, teilweise eben halt 5.000 Joule bei einer 300 Winchester Magnum. Das heißt, wir haben ja auch nur ein Zehntel der Splitterenergie, die sich dort entfalten kann und damit natürlich auch eine viel, viel, viel geringere Umfeldgefährdung. Außerdem mit entsprechender Fangschussmunition ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Geschoss das Stück überhaupt noch verlässt, wirklich deutlich geringer. Und damit sorgen wir durch den Einsatz der Kurzwaffe, durch den fachgerechten Einsatz der Kurzwaffe, auch wirklich aktiv für Sicherheit im Rahmen des Jagdauftrags. Ja, wir haben das ja gestern hier auf dem Karl-Walter-Stand gesehen. Das Thema Kurzwaffe spielte da auch eine sehr, sehr große Rolle. Man hört das nach wie vor dort sehr laut, was halt einfach normal ist, wenn man mit der Kurzwaffe schießt, dann fährt das immer lauter. Aber trotzdem nochmal, warst du eigentlich überrascht, dass das halt einfach bei den Gästen so gut angekommen ist hier, das Thema Kurzwaffe? Ich war begeistert davon, dass sich wirklich so viele Jäger mit diesem Thema inzwischen wirklich auseinandersetzen und das Thema auch wirklich wieder in den Fokus kommt. Wir Jäger haben halt nur mal drei Werkzeuge und wenn ich drei Optionen zur Auswahl zu haben in einer Situation, um eine Situation zu lösen, ist auf jeden Fall immer besser, als auf zwei Optionen beschränkt sein zu müssen. Deswegen, ich bin wirklich froh, dass alle Tickets weg waren für die Schießeinheiten, die wir gegeben haben und wir konnten den Leuten wirklich sehr, sehr, sehr viel mitgeben und sie haben auch gute Ergebnisse erreicht. Ja, abschließend meine Frage zu diesem Event. Ich sag mal so, das ist ja mehr oder weniger Premiere gewesen. Deine Meinung? Auf jeden Fall nächstes Jahr wiederkommen, alle Beiträge anschauen, alle Videos, diesen Kanal abonnieren. Wir zeigen nochmal aufs Logo, ne? Alpha Hunter, so heißt dieser Channel. Ganz da genau. Da ist man immer auf dem Laufenden, ne? Genau. Gut, dann sage ich erstmal vielen, vielen Dank und dir noch viel Spaß heute. Dankeschön, euch auch. Ciao.